Grüß Gott, mein Name ist Markus Schimmel, ich bin Geschäftsführer der Firma Abe Medizintechnik und ich freue mich heute sehr, Ihnen unseren beliebten Sauerstoffkonzentrator Everflow per Video erklären zu dürfen. Wir werden uns zuerst anschauen, was im Lieferumfang beinhaltet ist. Wir werden das Zubehör zusammenbauen. Wir werden uns die einfache Inbetriebnahme des Gerätes anschauen, die Alarmfunktionen, über die das Gerät verfügt, und Sie erhalten ein paar Tipps zur Pflege und zur Wartung. Ich darf vielleicht gleich mit dem Lieferumfang beginnen. Das erste ist, wir haben einen 10 Meter Verlängerungsschlauch. Damit können Sie das Gerät überall in Ihrer Wohnung positionieren und haben mehr Bewegungsfreiheit. Wir haben einen Verbindungsadapter für diesen 10 Meter Schlauch und auf der anderen Seite die Nasenbrille, die wir benötigen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, wir haben eine Befeuchterkammer, die Ihnen die Luft, die Sauerstofftherapie anfeuchtet, und einen Verbindungsschlauch dafür. Der Verbindungsschlauch wird einfach auf die Befeuchterkammer aufgeschraubt. Normalerweise das Wasser natürlich eingefüllt. Auf der Geräterückseite positioniert in der Halterung und der Verbindungsschlauch auf dem Ansatzstück der Metallenen auf der Gerätevorderseite angesteckt. Anschließend nehmen wir den 10 Meter Verlängerungsschlauch, verbinden ihn mit der Befeuchterkammer. Wir nehmen den Verbindungsadapter, verbinden ihn mit dem anderen Ende des Verlängerungsschlauches und das wiederum mit der Nasenbrille. Damit ist auch der Zusammenbau schon beendet. Wir nehmen die Nasenbrille, geben sie übers Ohr und sind soeben startklar und betriebsbereit. Was die Inbetriebnahme betrifft, Sie werden sehen, das ist sehr, sehr einfach. Ich kippe das Gerät ein bisschen, dass Sie es besser sehen. Ein Ausschalter, wir schalten ein. Sie merken, das Gerät führt einen Selbsttest durch, die ganzen Alarmleuchten kontrollieren, aber leuchten auf. Und das war's grundsätzlich. Das, was wir jetzt machen müssen, ist die von Ihnen, von Ihrem Arzt verordnete Literanzahl auf dem Gerät einstellen. Das tun wir am Flowmeter in der Mitte. Ich schalte das jetzt da mal auf 2 Liter. Und das war's. Mehr ist nicht mehr zu bedienen am Gerät. Ja, dann haben wir noch die Alarmfunktionen, auf die wir näher eingehen wollen. Das Gerät verfügt, wie gesagt, über ein Alarmmonitoring. Es macht bei jedem Einschalten einen automatischen Selbsttest. In dem Moment, wo da was nicht stimmen sollte, würden Sie einen Alarm bekommen. Das Gerät kontrolliert sich selber, das heißt, auch bei jedem technischen Defekt gibt es einen Alarm. Das Gerät kontrolliert auch die Sauerstoffkonzentration, die es liefert. Das heißt, wenn die nicht erreicht werden sollte, bekommen Sie auch einen Alarm. Und es kontrolliert auch das Zubehör. Das heißt, wenn zum Beispiel der Sauerstoffschlauch abgeknickt ist, bekommen Sie einen Alarm. Oder derselbe Alarm kann auch vorkommen, wenn in der Befeuchterkammer der Anschlussschlauch verkalkt ist. Dann würde der zugehen und würde auch die Sauerstoffzufuhr unterbrechen. Deswegen, ganz wichtig, immer destilliertes Wasser verwenden, destilliertes Wasser für Inhalationszwecke, weil dadurch kann das Gerät nicht verkalken. Ja, und wenn Sie es nicht mehr brauchen, einfach ausschalten. Falls doch ein Fehler vorliegen sollte, ein Alarm vorliegen sollte, Sie können uns jederzeit erreichen. Wir haben eine Notrufnummer, die ist praktisch 24 Stunden am Tag, sind wir für Sie da, 7 Tage die Woche. Sie erhalten selbstverständlich im Gerätedefektfall auch ein kostenfreies Ersatzgerät schnellstmöglich geliefert. Ja, ich hoffe, ich war verständlich. Wünsche Ihnen für Ihre Therapie alles, alles Gute. Und wenn irgendwelche Fragen da sind, bitte rufen Sie uns an. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.